meisten Freude hatte ich an meinem letzten Deadlift. Das war ein riesiger PR für mich. Und ich bin eigentlich rausgekommen und ich wusste, der kommt. Und der ist gekommen. Mein absoluter Lieblingslift war meine zweite Kniebeuge. Einfach weil die total smooth oben ist. Und mir hat vor 3 Jahren mal ein Arzt gesagt, ich werde nie richtig beitrainieren können. Und das ist jedes Mal wieder ein Zeichen für mich. Hey, man kann alles schaffen. Man soll nicht auf die anderen Leute hören. Auch wenn jemand einem sagt, dass das nicht funktioniert oder dass man nicht dafür gemacht ist oder was auch immer. Wenn man sich den Arsch aufreißt für seinen Traum, kann man in seinem Leben alles erreichen und alles schaffen. Und das zeigt mir einfach jedes Mal wieder aufs Neue, wie geil das ist, was wir hier machen können. Ich würde jetzt mal behaupten, dass mein Favorite Lift eigentlich der Deadlift war. Vor allem der 3. Attempt, bei den meisten zumindest, weil er einfach am meisten abgegangen ist und weil es am meisten Stimmung gebracht hat. Und ich es einfach mega cool finde, dass das so quasi der Abschluss des Wettkampfs ist und da kannst du eigentlich mal so richtig alles geben. Bei mir hat der 3. Lift leider nicht ganz geklappt, aber trotzdem habe ich es eigentlich recht gefeiert und habe das so ein bisschen als mein Highlight gesehen. Bei mir ist es ein schwierig zu sagen, weil zum einen war der Bench, wo ich endlich die 150 Kilo geschafft habe, wo ich jetzt fast 3 Jahre lang daran genagelt habe. Zum anderen aber auch der Deadlift, wo ich jetzt endlich nach einer langjährigen Verletzung wieder sozusagen zurück auf meinen alten Wert bin. Also ich würde schlussendlich sagen, der Deadlift war ein recht geiler Kampf, auch wenn wir mega coole Leute waren, die schlussendlich sozusagen um Platz 2 und 3 gefightet haben. The third deadlift meant that I finally pulled 2.5 times my body weight, which was, well, not just something I wanted to achieve, but also something I wasn't sure I could ever achieve after last year, because I spent most of last year injured. So that was really good, a very nice feeling. My favorite lift yesterday was the bench press, because I broke the 100 mark in competition, which was huge, a huge milestone for me. My favorite lift from comp was probably my squat. So I squat 220 and that was a 15 kilogram PR, and I did that at my first comp, so I'm happy about that. It was definitely the squat, because my performance reflected all the work I had done on my technique. It was the most important thing this year for me, and I also got 3 out of 3 on the squat and a PR. So it was my total actually, because it's been my dream for the last 2 years to get a 300 total, and I got 305. So yeah, I was so happy with that. Was mir immer auch Freude macht, ist der riesen Support, den alle einander geben. Es führen alle einander an, egal ob sie eigentlich mit einem in Konkurrenz stehen oder nicht. Es sind alle unfreundlich und haben Freude an jedem Lift. Das Miteinander, die Community. Es kommt jeder dort hin, um sein eigenes Bestes zu geben. Und wir geben alle 100%. Scheißegal, ob das ein 100 Kilo Deadlift, ein 200 Kilo Deadlift, ein 300 Kilo Deadlift ist. Das ist so etwas von egal, weil wir geben alle 100% probieren, das Beste aus uns rauszuholen. Und das ist einfach etwas, was man an so Tagen immer merkt. Es supportet alle füreinander, es schreien alle füreinander, es gönnt alle füreinander. Und das ist einfach jedes Mal ein richtig, richtig geiles Gefühl. Und es ist jedes Mal schön mitzuerleben, auch im Aufwärmbereich, wenn alle Athleten miteinander aufwärmen. So für Takeaway-Notice ist so wahrscheinlich halt einfach die ganze Stimmung, dass man quasi als Familie dort ist, dass man einfach alle Leute mal sieht und auch mal für mich jetzt Leute kennenlernt, die ich sonst eigentlich nur von den sozialen Medien kennt habe. Und das war eigentlich schon so ein bisschen mein grösstes Highlight gewesen. Und was mir am meisten Spass macht, ist am Competen schlussendlich halt die Community, mit allen immer wieder zusammen zu sein, die gleichen Leute wieder mal zu sehen, das Lässiges haben, die Sportkameradschaft in dem Sinne, auch miteinander können, den gleichen Sport zu machen, über das Gleiche können zu reden, das ist halt schon mega cool. It has a good carryover effect into other areas of your life, where you might be scared of things and you still have to do them and to prove to yourself that you can absolutely do them. And that is not that scary after all. So I think that's probably why I do it, because I think it builds character. I really like competing against other strong women, and they push me forwards and remind me to be my best self. Probably besides the atmosphere was just how well organized everything was. So shout out to the organizers and
just being in the midst of so many different great athletes was really motivating and makes me want to do it again, hopefully soon. The fact that I get to lift with other people passionate about powerlifting and be a part of a community. I usually train alone in my garage gym, and that's difficult for me sometimes. I need to motivate myself, and knowing that I will compete and I will meet other people that like the same sport like as me really motivates me. For me, it is the level of support that you get on the day. I love the atmosphere of competitions. I love the energy in the room, and I love the support that everyone shows you. It's just amazing.